Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich bin wieder mal im Harz unterwegs und zwar heute Morgen als erster Stopp die Granetalsperre. Die lag jetzt so auf dem Weg, wo ich das Schild gesehen habe und dachte mir, warum nicht? Ist auch in der Natur, ist Wasser, ist Wald und das Wetter ist eh so mittelprächtig, also daher ist es fast egal, wo man sich aufhält. Es ist überall ähnlich. Gespeist wird diese Granetalsperre wohl von dem Fluss, die Grane. Hatte ich auf dem Navi nur gesehen, dass die hierher fließt. Und jetzt stand hier gerade ein Hinweisschild, dass wohl die Deichkrone gesperrt wäre. Aber es gibt einen alternativen Weg und den wollte ich mir jetzt anschauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr wie immer gerne dranbleiben und euch im Nachhinein auch gerne in den Kommentaren dazu äußern, wie ihr das Ganze so findet. Also, einfach weiter gucken. Hier ist das jetzt nochmal zu erkennen mit der Dammkrone, dass die gesperrt ist. Seit dem 14.09. für circa 6 Wochen. Gerade da unten war es relativ windstill, wo ich jetzt da unten an diesem Unterwasserbecken hergekommen bin. Aber hier oben pfeift der Wind schon heftig. Aber ist halt Mitte, Ende Oktober. Dafür ist das Wetter genau richtig. Hat ja auch irgendwie was, sich mal so richtig dick einzupacken und auch den Nebel und sowas zu genießen. Das ist so ein kleiner Ablauf, der zu dem Unterwasserbecken führt, falls mal auf der Seite zu viel ist oder wofür auch immer. Auf jeden Fall geht's da lang. Das finde ich immer sehr interessant. Reptilienlebensraum, Garnetalsperre, die Kreuzotter. Also die gibt es hier noch, ist jetzt in diesen Monaten natürlich, weil es ein wechselwarmes Tier ist, schon in ihren Winterquartieren. Da hat die sich verkrochen, aber dass man hier die Chance hat, im Sommer welche zu sehen, finde ich schon klasse. Hier nochmal ein schönerer Blick in der windgeschützten Ecke auf die Deichkrone oder Staumauerkrone und den schön aufsteigenden Nebel mit dem vielen Grau und Grün abwechselnd hier mit den Steinen unten. Das Laub, die Kastanien. Auch all das hat seine Reize. Auch wenn es jetzt mit 5 Grad sehr frisch ist. Aber alles machbar. Mal sehen, wie es nachts wird, weil ich ja immer noch keine Standheizung habe. Aber mit dem Terrakottaofen und dem Zuheizer mit Gas, was man tagsüber machen kann, wenn man nicht schläft, wird das Ganze schon gehen. Dort sieht man noch so ein paar Kraniche, die sich jetzt wahrscheinlich auf dem Weg in den Süden machen. Wird aber auch langsam Zeit dann. Die Wege hier rund um den See sind durchaus gut. Meist befestigt, begeteert oder so wie jetzt gerade hier. Und es gibt immer wieder so kleine Abzweige, wo man auch andere Rundwege gehen kann. Jetzt gerade gehe ich mal hier zu so einer Hütte, die ich mir noch anschauen möchte. Ansonsten die Strecke hier sind so rund 15 Kilometer. Kann man, glaube ich, so in 3 Stunden gut schaffen und ist durchaus angenehm zu laufen und gibt auch immer was zu sehen. Das ist die Graner Hütte. Ich dachte, hier geht es zu einer Hütte, wo man irgendwie was Warmes zu trinken kriegt oder ähnliches. Aber es ist nur so eine Nothütte, sage ich mal. Gut, dann war dieser Abstecher umsonst, war nur ein kleiner, kein Ding. Und ja, ich schaue mal weiter. Aber wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es auch nicht. Hier auf dieser Tafel lässt sich das schön veranschaulichen, wo ich gestartet bin. Und zwar hier, bin dann hinter dem Staudamm rum und dann diesen Weg hier einmal so außen rum. Da geht es weiter und bin jetzt mittlerweile hier. Bei der Granehütte war ich ja gerade
und gehe jetzt weiter wieder Richtung Deichkrone. So wie hier kann man immer mal den Blick genießen übers Wasser. Teilweise läuft man auch ein bisschen versetzt im Wald, was aber diesem ganzen Weg nicht abtut. Ist echt sehr schön. Hier sind noch mal einige Kraniche zu sehen oder auf jeden Fall auch zu hören. Ich weiß nicht, ob man die so in Grau erkennt. Aber angehalten habe ich, um euch noch mal hier so einen Schwenk über den See zu zeigen, weil ich das von hier aus sehr schön finde. Da sieht man auch so ein bisschen die Uferlinie, wo man herläuft. Und da drüben ist so ein kleiner Zulauf. Da habe ich mal ein Foto von dieser Seite gemacht, weil das von der anderen Seite irgendwie nicht gut machbar war. Werde ich einfügen. Anscheinend hat man hier auch die Möglichkeit, eine Ausstellung im Wasserwerk zu besuchen. Bin ich aber nicht so der Freund jetzt von, das zu machen. Erstmal möchte ich draußen was unternehmen, solange das Wetter gut ist. Und ja, so mit Corona in den engen Räumen, ich weiß nicht, man ist ja doch ein bisschen skeptisch. Ich würde sagen, mit diesem relativ schönen Wassergeplätscher vor dem Wasserwerk der Grantalsperre möchte ich mich von euch verabschieden. Das wird wahrscheinlich ein kurzes, knappes Video sein, aber ich fand es ganz schön hier. Das, was gut zu sehen war, habe ich euch gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus.